Im heutigen Video wollen wir über einen sehr, sehr wichtigen neuen Airdrop sprechen, und zwar den von Awail, den man jetzt beanspruchen kann. Und zwar haben sie vor wenigen Tagen angekündigt, dass es ein 14-Tages-Fenster geben wird, bei dem man checken kann, ob man sich für diesen Airdrop qualifiziert hat und damit seine Token dann auch letztendlich beansprucht, die dann zum Mainnet des Projektes ausgeschüttet werden. Ich habe bereits mehrere Videos zu Awail hochgeladen, sowohl zu deren Testnet als auch zum Aufsetzen des Light-Clients, die unter anderem alle hier mit reingespielt haben, wenn man genug Uptime für diese hatte. Aber erstmal Schritt für Schritt. Und zwar kam das Announcement zum 18. April mit dem offiziellen Link claim.awailproject.org, wo man seine Airdrop-Allokation letztendlich checken kann. Insgesamt werden sie 600 Millionen ihrer Token ausschütten, was 6% des gesamten Bestandes ausmacht. Also insgesamt werden sie einen Bestand von 10 Milliarden Token haben. Und diese 6% des Bestandes, die hier als Airdrop ausgeschüttet werden, werden an insgesamt über 350.000 Adressen herausgegeben. Und dafür gab es 5 unterschiedliche Kriterien, die wir uns hier einmal in deren offiziellen Dokument anschauen wollen. Also ihr seht hier, die totale Summe an Wallet-Adressen war bei 354.000. Und es gibt nochmal 10.000 zusätzliche Wallets, die eligible sind für ein zusätzliches Awail OG NFT, die jetzt hier noch nicht in dieser Zahl enthalten sind. Und dann haben wir hier die 5 Kriterien. Zum einen werden sie Token herausgeben an alle Developer, dann natürlich an alle, die auf dem Testnet aktiv waren, alle, die Rollups benutzt haben. Hier in dem Fall beispielsweise Arbitrum, Polygon, ZKEVM, ZKSync Error und weitere. Dann auch alle, die Polygon nativ gestaked haben auf der Proof of Stake Chain und dann letztendlich sogenannte Community Contributors. Was das dann letztendlich ist, schauen wir uns auch gleich im weiteren Verlauf an. Das Cut-Off-Date für den Airdrop-Claim, bis zu dem Zeitpunkt man seine Token beanspruchen kann, ist am 4. Mai. Also macht das Ganze vorher, um diese Token nicht zu verpassen, denn diese könnten in Zukunft einiges wert sein. Und dann haben wir hier jetzt eben die komplette Übersicht, wie viele Token an welche Kategorie herausgegeben wurden. Und die größte Kategorie mit großem Abstand waren hier eben die Roll-Up-Users. Also wenn ihr auf den verschiedenen Chains, den vorher bereits genannten Arbitrum, auf Optimism, Polygon, ZKEVM, Starknet und ZKSync Error hohe Aktivität hattet, dann solltet ihr hier durchaus eine hohe Chance haben, euch für Awail-Token qualifiziert zu haben. Die erste Kategorie Developer ist, denke ich, die uninteressanteste für die meisten, die meine Videos schauen. Hierfür kann man dann einfach seinen GitHub-Account verbinden und dann schauen, ob man hier ein paar Token bekommen hat. Dann reden wir über das Incentivized Testnet, also jeder, der auf deren Testnet aktiv war und beispielsweise in der Light Client Challenge mit drin war. Hier wurden allerdings nur zufällig ausgewählte Wallets genommen, beziehungsweise die 50.000 Top-Performer hinsichtlich der Uptime. Wenn man hier reingefallen ist, kann man eben seine Allokation hier claimen, dadurch, dass man seine Wallet verbindet, wie ich es euch gleich zeigen werde. Dann haben wir die Roll-Up-User, da sind wir jetzt bereits drauf eingegangen. Dann die Polygon Proof-of-Stake-Chain-Stakers. Hier wurde der Snapshot gemacht am 31. März. Also wenn man vorher bereits Polygon dort hinterlegt hatte, das ist in dem Fall hier die offizielle Polygon-Staking-Seite, seine Token hier in die Validatoren gepackt hat, dann sollte man sich hier ebenfalls für eine Allokation qualifiziert haben. Und dann haben wir noch diese signifikanten Community-Contributors. Hier kommt es Ihnen vor allem auf die Teilnahme am Ökosystem an, also wenn man an Proposals teilgenommen hat, für bestimmte Sachen abgestimmt und das durchaus häufiger gemacht hat, dann hat man sich auch hier für den Share von 10,5 Millionen Token qualifiziert. Das, wenn wir nochmal kurz in die Übersicht schauen, glaube ich, der kleinste Teil der gesamten Allokation war, wie wir hier nochmal kurz sehen können. Also was ihr jetzt letztendlich machen wollt, vor dem 4. Mai, ihr geht auf die offizielle Claiming-Page und dann scrollt ihr hier runter und könnt dann letztendlich die verschiedenen Wallets hier verbinden. Zuerst natürlich die Awail Wallet, in dem Fall, wenn ihr die Polkadot Wallet oder die Subnet Wallet verwendet habt. Dann hier dementsprechend schauen, ob ihr euch in der Clash of Nodes oder Light Client Challenge qualifiziert habt. Dann natürlich Ethereum Wallets. Ich denke, dass hier die meisten Leute mit reinfallen, die auf den ganzen Layer 2s aktiv waren. GitHub ist für alle Developer, hier den GitHub-Account verbinden, dann haben wir die Starknet Wallet und dann hier noch den Twitter-Account, hier wurden anscheinend Leute rewarded, dass das Projekt auf Twitter supported haben. Und dann, wenn ihr euch für Token qualifiziert habt, wie ich hier beispielsweise auf meiner Starknet Wallet, seht ihr erstmal eure Token-Allokation und dann wird dort ein Claim-Button sein, den müsst ihr einmal betätigen. Und dann werden euch die Token zum Start des Mainnets von Awail ausgeschüttet. Ich hoffe, das Video hat weitergeholfen, dass sich viele hier qualifiziert haben. Das sollte ein durchaus großer Airdrop sein hinsichtlich der US-Dollar-Bewertung. Awail ist mehr oder weniger der größte Konkurrent zu Celestia. Also denke ich, können wir uns auf den Mainnet-Launch, der uns in den nächsten Wochen bevorstehen sollte, sehr, sehr freuen. Das war's. Wenn ihr Fragen habt oder sonstiges, gerne einfach unter das Video. Wenn ihr euch austauschen wollt, kommt einfach zu uns auf den Community-Discord. Und wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt, denn ich bringe täglich Videos auf dem Kanal, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns zum nächsten Video wieder.